Wir sind wieder erstklassig und nur noch einen Punkt hinter den Bayern, also ist das nicht schön. Okay, drei Punkte hinter Dortmund, ich weiß, aber dann können wir ja dann regeln im nächsten Spiel. Darüber wollen wir natürlich heute auch ernsthaft diskutieren mit unserer Runde. Wir wollen wieder einmal analysieren, diskutieren. Wir wollen schlicht und ergreifend den 1. FC Köln besprechen, unseren Verein, unseren ja, Nummer 1 im Leben, kann man schon bald sagen, wenn wir unsere Frauen uns verzeihen und unsere Herren, weil es sind ja auch Damen anwesend. Also in dem Fall würde ich sagen, ab an den FC, ran an die Saison und leider auch die erste Niederlage schon. Ist wahrscheinlich die letzte, aber das diskutieren wir. Erstmal unsere Gäste empfangen. Als ersten jemand, der ja, in den 70er Jahren hat er großartige Spiele damals in der Radrennbahn geliefert, da reden wir heute auch noch drüber, hat lange Zeit für den 1. FC Köln gespielt und war dann anschließend lange Zeit auch Vizepräsident des 1. FC Köln. Letzten Jahr hat er sich ein bisschen rar gemacht, deswegen sind wir froh, dass er heute bei uns ist, dass wir ihn wiedersehen. Herzlich willkommen, Jürgen Lovatsch. Weiter mit jemandem, ja, die Medienkompetenz sitzt der direkt rechts neben mir und jemand, der auch schon ein paar Mal bei uns gewesen ist, der ja immer mit seinen Analysen die Leute begeistert oder zumindest zum Nachdenken animiert hat oder, naja, was soll ich dann nochmal umreden? Er ist bei uns, Markus Höhner, herzlich willkommen. Fanstimme war uns ja immer sehr wichtig, ist manchmal ein bisschen kurz gekommen, deswegen wollen wir das wieder ein bisschen mehr ausbauen und haben uns gedacht, Mensch, da ist doch jemand, wir kennen ja alle diesen den Bereich Wilder Süden, das hat nichts mit der Südkurve zu tun in dem Fall, sondern schlicht und ergreifend mit einem sehr großen Fanclub. Wie viele Mitglieder habt ihr, Robin? 600? Knapp über 700. 700 mittlerweile, also schon richtig fett. Und er ist der Vorsitzende, Robin Löw-Albrecht, erstmal bei uns. Der Verein ist anwesend und er ist schon oft bei uns gewesen, weil er einfach eine Stammtisch sozusagen ja fast schon Instanz ist, ne, von der zweiten Sendung an. Die erste, ja, leider dumm gelaufen. Er war eingeladen, ist aber nicht gekommen, konnte irgendwie nicht. Aber bei der zweiten war er dabei, aber und seitdem, was weiß ich, wie oft schon da. Unser Mediendirektor des 1. FC Köln, Tobias Kaufmann. Ich denke, wir sollten das Wort als erstes den Sportexperten geben. 2:1 in Wolfsburg. Ich habe schon gesagt, also Kategorien verdient für Wolfsburg, aber eigentlich auch vermeidbar. Wie würden Sie es betrachten, wenn Sie das Spiel so in der Nachbetrachtung sehen? Schlander? Müsste an sein. Hallo? Ja, versteht er mich? Ja, okay. Ich dachte, der Markus wäre der Experte. ja, du. Ich meine, das Spiel haben wir ja alle gesehen. Ich habe es am Fernsehen jetzt leider nur gesehen. Ich fand die erste Halbzeit eigentlich sehr gut. Das Tor, was der Arme schießt, das schießt er nur einmal in seinem Leben. Das hat uns ein klein bisschen in 5 Minuten zurückgeschmissen. Aber ich glaube, dann haben wir auch die Chance gehabt, das 1:1 zu schießen. Den Elfmeter kann man geben, vielleicht muss man ihn sogar geben. Dann steht es 1:1 und dann weiß man ja nie, was passiert. Zweite Halbzeit war so ein bisschen dünn. Ich glaube, in der 18 Minuten haben wir dann wieder zuerst mal aufs Tor geschossen. Dann war das halt aus meiner Sicht, die erste Halbzeit war für mich, die Mut machen kann. Ich glaube, dass wir uns gut verstärkt haben. Den Namen kann ich jetzt, er hat es mir gerade gesagt. Ich habe das auch den ganzen Tag versucht zu lernen. Ich finde den rechten Verteidiger Easy, oder wie heißt der? Einfach Easy. Easy, genau. Den finde ich richtig, richtig gut. Ich glaube, dass das ein Einkauf ist, den wir lange auf dieser Position gesucht haben, der in der Abwehr sehr, sehr gut ist, der auch das Tempo hat und der auch dann hat, wenn er nach vorne geht, gut flanken kann. Ich glaube, an dem Jungen kriegen wir viel Spaß. Die anderen kann ich, jetzt habe ich 2 Spiele, Pokalspiel gesehen und das gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass man den Neuzugängen gerade in Köln Zeit geben muss.
Ich glaube auch, dass halt die Liga, wenn sie die belgische Liga schon ein Unterschied ist noch zur Bundesliga, das, daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Und von der Seite ein bisschen tiefer vielleicht halt. Von der Seite her bin ich eigentlich optimistisch und ich meine, das Startprogramm hat es in sich. Und man muss jetzt sehen, dass man halt am Anfang halt nicht sofort so viel Grund verliert. Aber jedes Spiel muss gespielt werden. Ich denke, am Anfang weiß auch jede Mannschaft nicht so genau, wo sie steht. Und das ist tatsächlich auch eine Chance für die ersten Spiele, die wir haben. Und die sind ja nun wirklich hammerhart. Die sind definitiv hart und wir müssen da durch natürlich. Und ja, fragen wir doch einfach mal den Markus, der wurde uns gerade schon als Experte bezeichnet. Ich kann das nur unterstützen. Also von daher, wie hast du es gesehen? Hast du noch was hinzuzufügen? Isi Boué wurde schon angesprochen. Ich habe geübt, ne? Also 3 Tage vom Spiegel. Also, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, der junge Mann, der hat wirklich gut gefallen. Aber es waren auch ein paar andere, die auffällig waren. Wer war für dich am auffälligsten? Der Schiedsrichter. Kurz, knapp und Danke. Ich bin ja auch ziemlich unbeliebt bei der Zunft. Jetzt haben sie schon ein Video beweist und es klappt immer noch nicht. Das ist natürlich nicht das Hauptthema und doch ist es eins. Man kann nach dem Spiel, muss man das einfach thematisieren. Es ist auch wurscht, ob der Drechsler, den ich übrigens bewundere, wie er anschließend bei Sky mit Stil, Anstand und Niveau die Nerven behalten hat im Interview. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Hättest du nicht geschafft. Nee. Weil ich ärgerlich finde, weil das einfach eine ganz klare Sache ist. Es ist sehr offensichtlich, du kannst den Videobeweis bemühen. Er spielt klarstens den Ball und dann ist wurscht, ob der Drechsler dann einen Handstand macht oder in der Nase bohrt, der rumst ihm weg im Strafraum und damit ist es ein Elfmeter. Und das kann ein Spiel, das hätte das Spiel vielleicht nicht beeinflusst, wissen wir nicht, aber es kann ein Spiel beeinflussen. Deswegen finde ich es ärgerlich. Ansonsten gehe ich sehr konform, ob Experte oder nicht, wie wir alle irgendwie. Das, was der Jürgen gesagt hat, die Spielentwicklung war okay in der ersten, nicht so positiv in der zweiten. Neuzugänge machen einen prima Eindruck, soweit man das einschätzen kann. Achim Bayerlotzer halte ich für einen guten Griff. Wir werden hinterher irgendwann sehen, ob das gepasst hat. Aber ich finde es immer unfair. Hinterher sind wir alle klüger. Genau wie Stanislavski. Als er geholt wurde, fand ich, war das die richtige Entscheidung. Dass es nachher nicht ganz erfolgreich war, ist das eine. Bayerlotzer, finde ich, ist authentisch, ist ein eigener Weg mit einem eigenen Typ, der viel Ausstrahlung hat, der zu einem Verein passt, der eine Mannschaft, glaube ich, beeinflussen kann. Und ja, das wäre so meine erste These. Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür, dass du jetzt schon die halbe Sendung praktisch vorweggenommen hast. Also, ja, ja. Nein, aber von dem Trainer werden wir natürlich auch noch die anderen hören wollen. Und von daher schon absolut in Ordnung. Da kommt man sicher gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Natürlich möchte ich auch den Fan, du warst sicher da, ne? Also ich kann es mir vorstellen. Ich war nicht in Wolfsburg. Du warst nicht in Wolfsburg? Nein, ja, ich dachte vom Süden aus, da wäre es nicht. Okay, ist Norden, ne? Also okay, klar, ist von daher ein bisschen schwieriger. Trotzdem hast du das Spiel angeschaut. Ja, natürlich. Vielleicht mal irgendwas, was wir jetzt vergessen haben. Ich will mal diesen Videobeweis nochmal vielleicht auch vertiefen, damit fange ich einfach an. Findest du uns auch, eine These, die momentan gerade rumläuft, ein Nachteil, dass die ausgerechnet in Köln sitzen und deswegen man eher geneigt ist, den Kölnern nicht einen Vorteil zu gewähren? Gut, das wird jetzt so nicht unterschreiben, ob da jetzt ein Zusammenhang mit Köln oder im 1. FC Köln zu sehen ist. Aber natürlich war es in Wolfsburg, wir warten gegen das schwere Spiel, auch in Wien im Übrigen, das ist auch ein schweres Spiel. Ich glaube, dass die Mannschaft sich auch formieren muss. Wir sehen, auch der Verlust oder der Nichteinnahme von Schaub hat man gemerkt. Und ich denke, dass natürlich das Thema Videobeweis, das ist ja bei uns Fans ohnehin ja sehr, sehr umstritten, wo ich wirklich sagen muss, es ist unverständlich, dass da eben nicht zumindest mal der Videobeweis herangezogen wurde. Es war damals auch in Hannover mal die Situation mit dem Handspiel oder zu Hause. Alle wussten es und haben es gesehen, aber keiner hat reagiert von den Schiedsrichtern. War gestern oder an dem schon wieder der Fall. Schade. Vielleicht wird das Spiel dann auch ein bisschen anders verlaufen, weil die erste Halbzeit hat mir auch Mut gemacht, das muss man sagen. Da waren gute Spielanlagen drin. Man hat es auch schon im Trainingslager gesehen, da durfte ich dabei sein. Das war sehr, sehr positiv. Auch zu dem Einwand von ihm bezüglich Herrn Bayerlotzer. Man hat da jetzt tatsächlich auch in den letzten Spielen eine gute Handschrift gesehen. Und ich habe die Mannschaft gesehen, die ich auch persönlich gedacht habe, zu erwarten.
muss ich ganz ehrlich sagen. Viele haben gesagt, so bis Bologna hat man wirklich da eine ganz andere Mannschaft gesehen und seit Bologna sozusagen nach dem Spiel, wo es dann langsam weniger, dann kamen die ersten Spiele, also die ersten Pflichtspiele, Tobias. Ich meine, es dauert, bis so eine Idee greift. Ne? Also das kennst du selbst aus der bunten Liga, in der du ja spielst. Jetzt haben wir da so viele Neuzugänge. Wobei, ich sag jetzt mal so ein bisschen, die Neuzugänge waren für mich gar nicht das in Anführungsstrichen Problem. Eher so ein bisschen die Älteren, die auch noch erstmal mit diesem neuen Gefüge sich zurechtfinden müssen. Oder? Betrieben? Ja, also ich würde da gar nicht unterscheiden zwischen Neuzugängen und Nicht-Neuzugängen. Die Szenen waren ja sowohl die zu den Toren geführt haben, als auch die, die zu Nicht-Toren von uns geführt haben. Da waren ja immer unterschiedliche Spieler beteiligt, man kann ja nicht sagen, es waren immer die Neuzugänge oder immer die Alten. Achim Bayerlautz hat es ja beim Spiel auch gesagt, dass auf einigen Positionen wir noch besser spielen können. Das ist sicher so. Aber auch was jetzt zum Beispiel Bologna, Villarreal, die beiden Spiele betrifft, ich habe sie ja beide gesehen, war bei beiden dabei. So riesig groß war der Unterschied aus meiner Sicht nicht, aber das eine haben wir gewonnen, weil wir einen richtigen Mentor gemacht haben, das andere eben nicht. Und Villarreal ist, glaube ich, auch nochmal eine bessere Mannschaft als Bologna gewesen. Vorbereitungsspiele sind eh nichts wert in dem Moment, wo die Saison losgeht. Und ich glaube, wir haben in Wolfsburg einiges gesehen, was ziemlich gut war. Und es ist aber auch gut zu wissen, dass man noch besser kann am zweiten Spieltag. Bleiben wir nochmal beim Trainer, Jürgen Lovatsch. Der Trainer ist natürlich eine ganz zentrale Figur in dem ganzen Gefüge und sehr wichtig. Der hat ja auch in seiner Art hier auch wieder sowas wie eine Euphorie reingeholt, was ja auch nicht ganz einfach war. Der Aufstieg war ja nicht so, dass man sagen würde, dass wir alle in großer Wolken rumgehüpft sind. Wir haben uns gefreut, klar, dass, um Gottes Willen, wir sind aufgestiegen. Aber er hat nochmal so einen Push gegeben. Kann sowas schnell vor puffen, wenn dann hinterher die Ergebnisse nicht kommen? Ich meine, wir wissen alle, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Also Ergebnisse ist ja gerade in Köln ein Problem. Wenn die Ergebnisse nicht relativ schnell kommen, dann ist man ja schnell in der Kritik hier. Das ist, glaube ich, in dieser aufgeregten Stadt immer schon so gewesen. Ich glaube, das war auch schon zu meiner Zeit am Anfang so. Zum Trainer muss ich sagen, ich kenne ihn leider nur auch aus den Medien und der macht einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck. Alles, was er von sich gibt, hat Hand und Fuß. Am Ende des Tages werden Trainer ja leider Gottes immer an den Ergebnissen gemessen. Aber ich würde immer sagen, und das ist so meine Prämisse, ich habe in 7 Jahren im Vorstand so viele Trainer erlebt. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, es gibt passende und unpassende Trainer, dass man nach einer gewissen Zeit entdeckt oder feststellt, dass halt dieser Trainer, den man verpflichtet hat, gerade zu dieser Mannschaft, die man gerade als Kader hat, nicht passt. Es gibt sicherlich Unterschiede zu, wo man sagen kann, da gibt es Trainer, die ganz oben sind, wo man auch einen Plan über lange Zeit erkennen kann. Und das hoffe ich auch, dass wir den Trainer Weyerlautzer verpflichtet haben, der das hier zeigen kann. Dann fragen wir doch mal den Markus, der kriegt dann gleich mein Mikro, oder das, genau. Du kennst dich ja ganz gut, die Trainer, und hast auch mit Achim Weyerlautzer sicher schon deine Erlebnisse gehabt. Was schätzt du an ihm denn ganz besonders und wo ist er vielleicht auch ein Punkt, wo er aufpassen muss, gerade in Köln? Ja, ich kenne natürlich nicht jeden Trainer, den einen oder anderen und den einen oder anderen ein bisschen mehr oder weniger. Ihn habe ich tatsächlich persönlich so in Leipziger Zeiten als Sport 1, zweite Liga und so weiter ein bisschen mitbekommen, dann auch mal in der Stadt getroffen. Und er war immer, und das ist schon was einfach, wenn, auch uns Journalisten gegenüber, wenn einer einfach ganz normal auftritt. Das ist ja auch das, was mich an Menschen wie Jürgen Klopp immer fasziniert hat. Der ist ja genau so, wie er einem in der Stadt begegnet, so gibt er sich auch. Im Laufe der Jahre hat er sich natürlich auch ein bisschen verändert, ist aber auch normal. Der ist sehr authentisch, der hat ein gutes Auftreten, der hat eine Ausstrahlung und hat vor 1000 Jahren der ehemalige Physio Jürgen Schäfer, der hat mir mal auf dem Parkplatz gesagt, weißt du, so Trainer kommen viele, manchmal geht die Tür auf, wenn es jetzt darum geht, einen guten Fußballlehrer zu holen, da fahre ich zur Sporthochschule, da finde ich auch 4, 5. Ne? Es geht darum, welche Ausstrahlung hat ein Trainer, wie nimmt er eine Mannschaft mit, wie gerecht oder ungerecht ist er. Das heißt, dass in der Summe ein ganz wesentlicher Schlüssel und vielleicht der größere als der Fußball-Sachverstand die Persönlichkeit ist. Und da habe ich bei dem einfach, das ist subjektiv, einfach das Gefühl, das ist ein guter Typ, der Leute mitnehmen kann, der ja übrigens auch betont, ich war Lehrer. Ne?
Das ist jetzt natürlich in erster Instanz nicht immer so doll, aber in zweiter Instanz, ja, der ist aber eine Gruppenführung gewohnt. Und das ist schon eine Qualität, die vielleicht nicht jeder so mitbringt, der ein guter Fußballlehrer ist. Und ich traue ihm einen guten Job zu, gerade aus diesen Gründen. Also sprich, wir müssen auch, die Fans müssen Geduld zeigen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Gerade diese ersten Spiele, ich meine, da ist ja auch Robin ein bisschen gefragt, weil wenn man so 600-700 Leute in Anführungsstrichen unter sich hat, ne, dann kann man ja mehr oder weniger auch ein bisschen Einfluss ausüben. Geht das? Ja, mit Sicherheit. Wir können ja immer nur die Dinge betrachten, die wir eben live sehen, die wir über den Monitor sehen. Und wenn ich jetzt das Trainingslager auf Mallorca vergleiche und das Trainingslager in Österreich, da habe ich persönlich und viele unserer meiner Freunde eben auch immer wieder bestätigt, dass hier ein ganz anderer Zug drin ist. Also hier ist auch ein neuer Spirit entstanden. Man hat eher den Eindruck dann, da ziehen alle an einem gleichen Strang. Also da ist auch deutlich eine Atmosphäre, eine andere Atmosphäre zu spüren als zu anderen Zeiten. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Personen hinaus. Ja, genau. Man weiß, dass unser voriger Trainer nicht ganz in meiner persönlichen Gunst ganz oben stand, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt das Auftreten von Herrn Beyer-Lotzer also wirklich sehr souverän. Das ist etwas, was ich für sehr wichtig erachte, dass man so das Gefühl hat, mit ihm kann man was erreichen. Hier ist auch eine Handschrift zu erkennen, die habe ich in den letzten Zeiten mal nicht so erkennen können. Und diese Handschrift zeichnet sich auch wirklich ab. Es ist auch immer die Frage, welche Erwartungshaltung setzen wir. Wir haben drüber gesprochen gehabt, oh, harte Gegner und dergleichen. Aber wir sind Aufsteiger. Wir müssen schaffen, dass wir 15er werden oder ein paar Plätze besser. Und wir müssen ein paar hinter uns lassen. Und das, was wir gesehen haben, war schon ganz gut. Guck noch mal auf ein paar einzelne Spieler. Und ich frage mal Jürgen Lovatsch, was er momentan so von Toni Modest hält. Ich meine, der ist wiedergekommen aus China, hat er ja da auch eine Zeit lang gar nicht spielen können. Das ist ja dann auch nicht gerade förderlich. Er hat jetzt, für seine Leistung und er hat jetzt einiges aufholen können in letzter Zeit. Ich habe aber so, vielleicht täusche ich mich da auch immer noch das Gefühl, war ein schweres Spiel für ihn in Wolfsburg, hat kaum Bälle gesehen. Aber es fehlt ihm immer noch so ein bisschen die Explosivität. Oder habe ich da eine genaue Optik? Ich persönlich glaube, dass halt auch an dem ersten Jahr noch nicht vorbeiging. Das Jahr, was er vor dem Wechsel hatte, das war ja Wahnsinn, weil ich habe immer gesagt, ich muss ihn immer mal treffen, dass der Lottoschein auslöst, weil der wurde angeschossen, weil er war drin. So eine Saison hast du einmal im Leben. Das muss man wissen und ich hoffe, dass er funktioniert wieder, weil wir brauchen seine Tore, um in der Liga zu bleiben. Zum Glück hat jetzt im letzten Jahr der Cordoba bewiesen, dass er doch ein toller Spieler ist. Ich fand das immer sehr schade, dass der hier so niedergemacht wurde, weil er einfach ein toller Spieler war. Das hat man schon vorher gesehen, wo er gespielt hat. Das ist ein Typ, der wirklich eine Maschine ist, der zweikampfstark ist. Aber daran kann man erkennen, wenn man dann plötzlich hier unter Druck gerät im Kölner Stadion, die Leute pfeifen einen fünfmal aus und dann ist es halt der auch ein Mensch und das geht dann an keinem spurlos vorbei. Und deswegen habe ich mich im letzten Jahr sehr gefreut, dass der funktioniert hat. Und auf der anderen Seite wird es auch die Aufgabe für den Trainer, die erste große Aufgabe für mich sein, wird der Orde Cordoba und Modest Ballon hält. Erstmal danke für die Erkenntnis, aber mal eine Frage, wie ist das vom Ton her? Müssen wir irgendwas tauschen? Das ist, glaube ich, ne? Also dann nehmen wir lieber das und nehme ich das andere. Ja. Aber man nimmt mal gleich das Schwarze und ich glaube, wir haben alles soweit verstanden, aber es geht halt auch für viele Leute draußen im Netz. Tobias, wir haben gerade bei Modest überstehen geblieben, den wir ja natürlich noch kennen als Tormaschine. Jürgen Lovatsch hat es ja gerade noch mal erwähnt. Ich bin jetzt weit davon entfernt, ihn jetzt irgendwie zu kritisieren, aber dennoch, auf mich macht er eben diesen Eindruck, nicht mehr diese Explosivität zu haben. Wie siehst du das? Ich bin weit davon entfernt, ihn hier zu kritisieren. Danke, das war sehr erkenntnisreich. Wenn du sonst nichts weiter dazu hinzuzufügen hast, dann mache ich weiter. Wir gehen halt zum nächsten Punkt über. Den Trainer hatten wir schon, die Neuzugänge auch. Ich möchte trotzdem nochmal Isibue ansprechen, weil, da bleibe ich jetzt ernsthafterweise bei dir, diese rechte Außenseite, ich denke, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, auch wenn du natürlich für den Verein sprichst. Und die waren in den letzten Jahren nicht immer super optimal besetzt und könnte das jetzt die Lösung sein, dass wir endlich auf der Position auf Süddeutschland Ruhe haben?
oder besser gesagt Unruhe, weil der Mann ja richtig schön Wirbel verbreitet. Also es war ja so, dass zu Beginn der Transferperiode eigentlich Armin Fee relativ klar gesagt hat, was wir für Spieler für welche Positionen suchen und haben genau zu den Positionen dann eben auch Spieler verpflichtet. Ich finde Easy vom ersten Tag an großartig. Klar, in meinem Job geht es ja nicht nur um den Sport, das können andere besser beurteilen, trotz meiner bunten Liga-Erfahrung, sondern darum, wie die Jungs sich geben, wie die mit Medien umgehen, wie die mit Fans umgehen, was sie mit uns so möglich machen, beim Club TV und so weiter. Es hat eine total positive Ausstrahlung. Das habe ich gehört, also er kann nicht singen, aber das ist sehr schön. Genau. Er traut sich, obwohl er nicht singen kann, zu singen. Und, zumindest konnte er die Hymne damals noch nicht singen, als er kam. Dann ja, auch noch. Natürlich weiß man das nie. Ein Spieler kann sich verletzen oder irgendwie aus dem Rhythmus geraten. John Cordova war ja auch vorletzte Saison zweimal verletzt, was ich Easy natürlich nicht wünsche, sondern hoffe, dass er fit bleibt. Und wenn er das bleibt, glaube ich auch, dass ein super Spieler für uns ist, eine super Verstärkung und macht bisher einen sehr, sehr guten Eindruck. Da frage ich jetzt einfach mal, ich meine, du bist ja immer im Verein zugehörig, zwar recht prominent. Ist das jetzt so, dass der, wir haben ja einen neuen Chef-Scout, das ist der Willi Kronhardt, der ist ja noch nicht so lange da. Ist das so einer, der momentan auch so ein bisschen so zu den Perlenfischern des 1. FC Köln gehört? Weil ich glaube, die Transferphase, über die können wir sicher auch nochmal reden, war ja recht erfolgreich. Oder war da jemand anderes beteiligt? Was hast du so mitbekommen? Ja, also das gesamte Scouting auch schon mit Manni Schmidt war ja an den Spielertransfers beteiligt. Man scoutet Spieler ja nicht 3 Wochen vorher. Geht ja auch immer darum, diesen Mythos, dass man irgendwo auf der Welt nur ein Scout einen Spieler erkennt und kein anderer erkennt. Das ist, glaube ich, heutzutage eher nicht mehr so. Sondern es geht darum, Spieler dann auch zu überzeugen, dass sie kommen wollen. Und klar, wirtschaftlich muss man es auch hinkriegen. Also ich glaube, so Spieler wie Sancho oder Coutinho oder so können viele scouten, aber sie dann zu verpflichten, ist dann die andere Frage. Also konkret, ob jetzt Willi der ausschlaggebende Punkt war oder Frank Ehrlich oder nochmal die Schmidt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gab es da ein problemlosen Übergang von einem Chef-Scout zum anderen. War so ein Gemeinschaftswerk und von daher, aber vielleicht auch nochmal überhaupt dieses allgemeine Transfergebaren des 1. FC Köln, ist ja in den letzten Jahren, wie ich finde, auch nicht ganz zu Unrecht kritisiert worden, also nicht durchgängig zu Recht kritisiert worden, aber zumindest in Teilbereichen. Wie fandst du den Sommer insgesamt? Weil es gibt ja auch noch eine Abgabeseite, es gibt noch die Jugendspieler etc. Wie würdest du das Gesamtzeugnis da ausstellen? Ich war lange im Urlaub, fand den Sommer schön. Und darüber hinaus, was ich so mitbekommen habe, ich meine, es ist ja hier ein klarer Tenor allgemein, es ist offensichtlich, dass das alles einen sehr guten Eindruck macht. Wenn man Spieler wie Schaub sich nochmal vor Augen führt, was Armin Fee da auch letzte Saison in der Summe hinbekommen hat, du wurdest zwischenzeitlich hier deines Amtes enthoben, durch Mikrofonentzug. Habe ich mitbekommen. Genau. Ja, es macht einen tollen Eindruck, aber doch wissen wir alle, das muss sich über die Saison irgendwie bestätigen. Und das ist im Fußball dann eben immer wieder, egal was wir hier besprechen, diese Eigendynamik, die ersten Spiele, jeder weiß, es ist ein sehr unglückliches Startprogramm, was einfach auch schwierig zu bestreiten ist. Du kannst in Wolfsburg verlieren, da hat jeder irgendwie gedacht, so wenn du einen Punkt mitnimmst, dann stehst du nicht ganz mit dem Rücken zur Wand, dann schon zu Hause gegen Dortmund. Also das ist schon in der Ansetzung auch dreist, dann Gladbach, Bayern, inklusive Dortmund an den ersten 5 Spieltagen. Aber auch da hat der Trainer ja zu Recht gesagt, komm, weg mit aller Jammerei, wir müssen das annehmen und sie versuchen es. Und ich glaube, der Kader ist gut. Ich finde auch gut, letztes Jahr hieß es sehr oft, Kader ist nicht erstligatauglich, fand ich so ein bisschen respektlos vielen Spielern gegenüber. Zum Beispiel Drexler, Schaub, Offensive mal sowieso, und da haben wir schon sehr viel Erstklassigkeit. Und die sind ein Teil des Gerüstes, es ist gut ergänzt worden und ich finde es jetzt auch gut, diesen Spielern zu vertrauen, inklusive einem neuen Trainer. Und ich glaube, dass sie das hinkriegen können, was du gerade eben gesagt hast, das muss man klar sagen. Es müssen nur 3, 4 dahinter bleiben, dann ist alles gut. Andere Ansprüche hat auch, glaube ich, kein Fan, anders als es oft gesagt wird. Dann halten wir das jetzt erstmal so fest und wir müssen natürlich dann auch noch ein bisschen abwarten, bis sich das alles ein bisschen gefestigt hat rund um diese ganze Geschichte.
bezüglich, wie die Neuzugänge sich dann auch weiter schlagen. Ich denke, ich würde den Robin jetzt mal noch mit einbeziehen zu einer anderen Thematik. Und zwar, eben weil es ja die Fans gesungen haben, dann wurde ein neuer Sommerhit gekrönt. Also für viele war es lustig, andere wiederum fanden es unmöglich. Wie fandest du es? Und vielleicht ein paar Worte dazu, zu dieser Gesangseinlage der Fans. Also harte Töne können einfach in den Rang. Und das ist einfach mal so, dass es schon immer irgendwelche Fangesänge gegeben hat. Es gibt auch Menschen, die im öffentlichen Interesse stehen, damit umgehen können oder nicht umgehen können. Natürlich ist der Kölner Fan ein bisschen sensibel, wenn es um diese Ära rund, die dann zum Abstieg geführt hat, geht. Und es sind leider viel zu viele Dinge an die Öffentlichkeit geraten worden. Und es ist für Menschen, die eben ganz normal bei Ford arbeiten oder ganz normal im Einzelhandel, ist schwer nachvollziehbar, dass eine Mannschaft so schlechte Leistungen abwinkt oder die entsprechenden Funktionäre und dann eben solche Anfeindungen erfahren. Vor allen Dingen, das kann man ja nur von außen her betrachtet sehen, es sind Vertragskonstellationen gestaltet worden, kurz vorher, die ja Jahrhundertverträge waren. Ja, viele haben ja vorher gesagt, wie kann man eben Funktionären in diesen Stellungen Verträge über 5 Jahre hinweg geben und alle untereinander. Das hat natürlich auch zu Unmut geführt und ich glaube, das ist so eine Reaktion, ich sag mal, des normalen Fans gewesen. In der Art und Weise, wie es dokumentiert oder nach außen getragen wird, da kann man drüber streiten. Also ich hätte es vielleicht nicht mitgesungen, aber da schlagen für mich zwei Herzen ein bisschen, inhaltliche und Darstellung. Das gleiche Thema ist auch der Herr Hopp. Ja, da haben wir das gleiche Thema in der Sache, glaube ich, richtig, vielleicht in der Wortwahl, vielleicht nicht immer toll getroffen. Es ist auch interessant, dass der DFB, der normalerweise, ja, kann ruhig klatschen, also stört nicht, ne? Wenn der DFB, der normalerweise sich auf alles, auf jeden Knochen gerne stürzt, der ihnen entgegengeworfen wird, sei er noch so klein, in dem Fall ja gesagt hat, das wäre, ich sag mal, keine Aufregung wert und würde das Ganze auch, ne, da wäre keine Sache zu befürchten. Oder Tobias, hast du da was anderes gehört? Gibt es da irgendwelche neuen Informationen? Ich glaube, das Mikro taucht nichts. Ich habe schon gedacht, da wäre ich an mir. Nee, ich kann genauso schlecht. Nein, es gab auch nichts von einem Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren gehört bisher. Wie fandest du es inhaltlich? Also, wie gesagt, dass das Fans Vereinsfunktionäre kritisieren, das ist normal und gehört auch dazu. Ich persönlich fand diesen Sprechchor oder diesen Gesang nicht gut, weil ich finde, dass A, vergessen wird, dass Jörg Schmadtke hier vier Jahre sehr erfolgreich Chef dieses Vereins war oder Geschäftsführer dieses Vereins und es eben auf diesen Punkt reduziert wird. Zweitens wird bei dem Thema Abfindung natürlich immer so getan, als hätte es eine günstigere Lösung für den Verein gegeben und meinen Informationen nach ist es eben so, dass dieses Konstrukt von dem Vorstand und der Herrn Spinner ja genau deshalb so gewählt worden ist, um zu verhindern, dass man Funktionäre hat, die über Jahre noch Geld bekommen oder Unsummen einklagen können. Und der Mittelteil dieses Liedes, den finde ich ohnehin völlig unmöglich. Ich verstehe nicht, warum diese Verschwörungstheorie aus dieser Stadt nicht rauszukriegen ist. Und wem ich deswegen dazu auch gar nicht weiß. Jörg, nochmal. Nein, zurück. Also ich habe den Anthony Modest nicht kritisiert, sondern ich habe nur gesagt, die Zeit bleibt für den nicht stehen und der muss sicherlich auch wieder Rhythmus kriegen und das wird er kriegen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er uns weiterhilft mit seinen Toren. Und ich glaube, wenn wir dann halt 3 solche Top-Stürmer haben, die dann auch für Tore garant sind, und das ist im Sport. Fußball extrem, Tore zählen, da kannst du noch so schön spielen und die 3 sind eigentlich für Tore gut. Das nur zum Modest nochmal. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich habe Kritik ist okay, wenn man den Vereinsvorständen oder dem Manager irgendwelche Rufe macht. Das, was da am Samstag abgegangen ist, das ist beschämend für unseren Club und auch beschämend für unsere Stadt. Ganz klar zu sagen, das gehört sich nicht. Wenn man solche Dinge ruft, ich glaube, der Jörg Schmadtke, dem ist mal nachgelaufen, um den Vertrag zu verlängern. Er hatte noch 2 Jahre, um nochmal 3 Jahre zu verlängern.
Und ich glaube, jeder in diesem Raum hier, der so einen Vertrag hätte, wäre ja bescheuert, wenn er entlassen wird, dass er auf was verzichtet. Und das würde keiner machen. Und daher muss ich sagen, mir ist es auch unerklärlich, wie solche, wenn es solche Internas gibt, wie das immer in diese Fangruppen reinkommt. Also ich glaube, das ist Ihr Job leider. Dann müssen wir mal sehen, dass Sie so eine undichte Stelle mal an dich kriegen, weil es gehört sich einfach nicht. Ja. Gibt es natürlich einen Haufen Gerüchte. Keiner weiß genau, was wirklich war. Aber die Gerüchte, naja, die gehen halt auch in die Richtung, dass doch durchaus der Verein beteiligt war. Das möchte ich einfach nur mal erwähnen. Es muss nicht aus der Fanszene allein kommen. Aber wissen tue ich halt auch nicht. Das weiß keiner von uns. Trotzdem wollte der Max auch noch dazu sagen, was er davon hält. Und dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Oder? Ich dachte, es bleibt mehr Spaß. Also, Mittelteil niveaulos und für mich, habe ich eine andere Meinung als du, das passt für mich nicht zu dem, was die eigentliche Kölner Fankultur ausmacht. Dann kannst du, du kannst den Schmattke kritisieren, sehe ich journalistisch, die Art des Abganges, eine solche Abfindung einzustreichen, der du selber gehst und nicht entlassen wirst. Also dann schmeiß ich auch schnell hin, wenn es so ist. Das sind natürlich auch Verträge, wenn Jürgen, wenn du es besser weißt, kannst du es gleich gerne korrigieren. Die Verträge sind gemacht worden, alles gut, aber dass das kritisch gesehen wird, kann ich verstehen, aber die Art und Weise dieses Gesanges ist niveaulos. Okay, dann vielleicht noch meinen kurzen Senf dazu, dann hacken wir das auch ab. Also für mich ist das einfach so, und da möchte ich auch den Robin ein bisschen schützen, dass das so ein bisschen Volkesmund ist. Der ist der auch, das wissen wir, das ist nichts Neues, das gab es schon vor 100 Jahren. Und dass das natürlich aus irgendeiner Sache herrührt, dass das nicht von, ich sag mal, weil jetzt alle gut so drauf waren, wir möchten jetzt mal den Schmattke eben beleidigen, das sollte man eigentlich auch wissen. Ich finde, der 1. FC Köln hat damals den Abstieg und auch diese Sommer und bis Herbst 2017 in meinen Augen, sorry Tobias, nicht richtig aufgearbeitet. Da ist einiges hängen und kleben geblieben, das muss dringend noch gemacht werden. Weil das fehlt mir ein bisschen und das ist im Prinzip dann daraus entstanden, dass das inhaltlich vom Niveau her nicht gerade, ja, ich sag mal, soll ich sagen, verantwortungsvoll war, das würde ich nicht. Mehr sage ich ja nicht. Das ist dann auch okay. Jetzt hat jeder was dazu gesagt, dann haken wir es auch ab. Tobias, ich habe eine andere Sache, die ist natürlich an diesen Tagen auch hochgepoppt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil auf einmal dann. Herrschaftszeit, wir darf ja auch nichts sagen. Ja, wir hatten gerade ein Lied drauf, ist okay. Ja, ja. Nein. Hat aber damit jetzt wirklich nichts zu tun. Also. Nein, wir reden. Scheiße, wie kriege ich jetzt den Übergang hin? Wir reden von Frau Rekers Aussagen bezüglich des Ausbaus des Geistpokals. Scheiße. Ja. Tobias, jetzt mal ernsthaft wieder zu dieser Thematik zurückzukommen, weil das ist eigentlich gar nicht lustig, weil die Frau Reker war ja eigentlich, hatte man gedacht, beim FC im Boot, ich würde es mal so sagen. Und auf einmal hört man dann solche Töne, gut, steht demnächst eventuell eine Wahl an. Hast du dazu was zu sagen, entweder persönlich oder sogar aus Vereinssicht? Ja, ich kann aus sowohl als auch, das deckt sich. In dem Fall. Also Alex Werle in dem Fall als derjenige, der ja vor allem federführend ist, das Projekt leitet und führt bei uns. Wir waren am Freitag alle völlig überrascht, als Frau Reker da ihr Umdenken verkündet hat. Aus unserer Sicht ist ganz klar, dass wir in einem offiziellen Bebauungs- und Flächennutzungsplanverfahren sind. Das sollte so sein, da sind wir seit 4 Jahren drin. Das soll alles transparent und ordentlich abhandeln. Es gab schon eine erste Bürgerbeteiligung, eine erste Offenlage. Danach gab es einen Beschluss im Stadtentwicklungsausschuss, einen sogenannten Aufstellungsbeschluss. Also wir haben eine Mehrheit, eine demokratische Mehrheit dafür bekommen. Und wir glauben beim 1. FC Köln nicht, dass sich beim Thema Klima das Ganze dramatisch so verändert hat, dass der Bau von 3 Plätzen parallel zum Militärring die Pole weltweit zum Schmelzen bringt. Wird das behauptet? Und auch die Behauptung, die ja im Raum steht, dass das Stadtklima negativ beeinflusst wird, also dass bis zu 3 Grad es wärmer wird in Sülz und Plettenberg, was sich manche vielleicht im Winter wünschen würden. Auch das ist nicht so. Insofern gibt es für uns keinen neuen Sachstand. Und wir halten ein Verfahren fest und gehen auch davon aus, dass
dass die Parteien das auch tun. Aber da ist auch ein Stück weit auch eine persönliche Enttäuschung da. Ne? Ich meine, ich weiß, dass der SFC Köln sich damals sehr stark auch für die Bürgermeisterwahl eingesetzt hat, dass da sehr viel, ja, ich sag mal auch, das Potenzial des ersten FC Köln, sagen wir es mal so, genutzt wurde. Und da hätte man eigentlich erwarten können, dass man zu dem, was man damals gesagt hat, eigentlich steht, oder? Ja, klar, das ist eine Frage, die natürlich die VW Kampfzweifel selber beantworten muss. Ich saß daneben, als sie im Geisburgheim gesagt hat, 2015, ja, dass unsere Pläne nicht nur baurechtlich und planungsrechtlich in Ordnung sind, sondern auch umweltpolitisch, und dass sie sich dafür einsetzen wird, die Pläne zu unterstützen. Man darf auch nicht vergessen, dass ja in der Verwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 4 Jahren an diesen Plänen arbeiten, die sich vielleicht auch wundern, warum die Pläne, die sie da vorbereiten, die in der Offenlage sind, jetzt plötzlich sich so verändert haben sollen. Ja, also ich sage mal, Überraschung bei uns. Okay, ich nehme mal das. Geherrscht. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mit dem Mikro arbeiten, weil das doch Aussetzer hat. Ja, dennoch, ich denke mal, ich erspare euch jetzt eine politische Frage. Will irgendjemand von euch was dazu sagen? Sonst nehmen wir, ja, Jürgen Lomatsch natürlich. Sie haben das genau richtig gesagt. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal die Wahlen abwarten und dann ändert sich das eben. Das kann durchaus sein. Also, da es ja auch viele FC-Fans gibt, werden natürlich auch das vielleicht in ihre Wahl dann mit einfließen lassen. Warten wir es einfach ab und dann diskutieren wir weiter, weil ich glaube, an dem Thema muss man ja sowieso einen langen Atem haben. Lass mal erstmal wieder über Fußball reden, und zwar in diesem Fall über ein Thema. Jürgen Lovac ist nicht umsonst heute hier. Wir haben uns heute was überlegt. Ihr wisst ja auch alle, dass ich ein Crowdfunding mache, dass wir diese Bücher hier demnächst weiter anbieten. Also in dem Fall neulich im Geisburgheim Teil 4, da ist auch der Herr Jörg Lovac wieder vertreten und der FC-Stammtisch da. Also da haben wir also hier das Buch über dieses Format, 10 Jahre FC-Stammtisch. Kann man ja auch käuflich erwerben, von Zufall, also wie auch immer. Aber es gibt demnächst noch ein weiteres Buch, was wir ins Crowdfunding aufnehmen. Das möchte ich euch gerne mal zeigen, wie es aussehen wird. Und zwar geht es da um die wunderschöne Zeit in der Radrennbahn. Und wer war in der Radrennbahn? Wer hat die Spiele in der Radrennbahn gesehen? Wie war das? Geil. Das war einfach nur klasse. Wir zeigen es nochmal auch in die Kamera. Am besten nochmal hier. Kannst du es nochmal sehen? Also, ja, ich merke schon, das löst was aus. Also, Robin, vielleicht kannst du es auch nochmal kurz in die halten, dann kann die Kamera da auch nochmal drauf gehen. Ich denke, wir müssen darüber einfach mal ein paar Worte verlieren, weil der 1. FC Köln hat gerade in dieser Radrennbahnzeit Spieler abgeliefert. Das war eigentlich ziemlich unglaublich. Es war gar nicht mal immer so voll, weil das so selbstverständlich war, dass die im Prinzip fast jeden aus dem Stadion gehauen haben. Frank Stephan ist für dieses Projekt wieder verantwortlich. Frank, hallo. Vielleicht kommst du mal eine Sekunde nach vorne, damit wir auch kurz darüber noch mal reden können. Genau. Kannst du dich kurz dazu setzen? Und das ist ja wirklich so eine Sache. Frank ist ja wirklich so ein Perlentaucher, muss man ja wirklich sagen, was er für Perlen schon rausgeholt hat. Also Heinz Lohl, der mit dem Ball tanzte, wurde ausgezeichnet. Dann der Film Das Double war der beste Film international. Also, und jetzt kommt dann ein Mythos Radrennbahn. Jürgen Lovac kann sicher dann aus aktiver davon erzählen. Du warst damals Zuschauer und warst begeistert. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie die Bilanz damals war, die der 1. FC Köln in den Jahren der Radrennbahn hatte. Ja, ich wusste es nicht aus dem Kopf, jedenfalls nicht. Der FC hat 106 Spiele dort absolviert. Das bedeutet Bundesliga, DFB-Pokal und UEFA Cup. Hier ist näher ran, bisschen näher ran. Näher ran, so ist es gut. Ja. UEFA Cup macht zusammen 106 Spiele. Von den 106 Spielen hat der FC 79 gewonnen. Und nur 13 verloren. 13 verloren, und einige von diesen Niederlagen waren extrem unmöglich. Ich habe zum Beispiel die unmöglichste Niederlage des FC je gesehen. Das war gegen Kickers Offenbach, 1-0 haben die verloren. Sie haben da 5-mal gegen die Latte geschossen, sie haben 2 Elfmeter verschossen. Und sie hat schon 19 Minuten... Der Herr Lovac? Nein. Da durfte ich keine Elfmeter schießen. Oh, what the chef? Ja, okay. Der war naja, auf jeden Fall, das war die verrückteste Niederlage, die ich je gesehen habe. Und naja, in der Radrennbahn hat es unfassbare Spiele gegeben, und ich denke, es ist an der Zeit, das mal zu dokumentieren.
Wunderbar. Buch wird im Ende Oktober, Anfang November, glaube ich, in dem Zeitraum erscheinen. Wird dann bei Frank zu haben sein, aber auch bei mir, beim FC-Stammtisch-Talk. Da könnt ihr das auch in Verbindung mit den Paketen, alles auf der Webseite fc-stammtischtalk.de natürlich bestellen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch Jürgen Lovatsch, den Protagonisten aus dieser Zeit, zu Wort kommen lassen. Ich war selbst, hatte das Glück, dass ich da zum Glück schon alt genug war, ins Stadion zu dürfen. War zwar noch ein kleiner Stöpsel, aber ich kam manchmal sogar umsonst rein. Also bitte jetzt nicht nachverlangen. Ja, ist verjährt. Ist verjährt, ist zu spät. Aber nee, die haben öfter mein Auge zugedrückt, die Wärter. Die Ordner. Und vielleicht. Ich dachte, merkte keiner. Jürgen Lovatsch. Wie war das in der Radrennbahn? Der Funke sprang über. Von euch auf die Zuschauer oder umgekehrt? Es war meine erste Saison, da war ich 18 Jahre alt und habe mein erstes Bundesligaspiel 71 in diesem Stadion gemacht. Wir mussten ja umziehen aus der großen Kampfbahn mit Laufbahn. 10.000 Zuschauer, wo 60 reingehen, war auch nicht so erquickend. Und dann hatten wir plötzlich dieses kleine Stadion, wo wir uns dann so geführt haben wie in England. Ganz nah an den Zuschauern dran und dann wurden ja Holztribünen nachträglich gebaut. Und wenn da 5.000 Zuschauer waren, ich fing an zu trampen, war da wie 30.000. So, das war schon beeindruckend. Ja, für mich persönlich war es, ich bin dann vorher ein Jahr deutscher Jugendmeister geworden und ich kann die Geschichte noch mal kurz erzählen. Der Jula Lorenz, der ist jetzt im Himmel, war ja mein erster Trainer bei den Profis. Der war in Nürnberg beim Endspiel um die deutsche A-Jugendmeisterschaft 71. Und da mussten wir dann im Zugabteil, der Harald Kanocka und ich sind im Zugabteil. Und Jula Lorand war ein Genussmensch, so im Feuerstuhl. Und der ging dann da wunderbar essen und Kaiserstuhl und so weiter. Saß er in dem Abteil mit seiner riesigen Zigarre. Wir beide kamen da rein, natürlich ganz verschüchtert. Der Trainer, jetzt will mit uns reden. Den konntest du gar nicht erkennen von lauter Qualm. Und dann haben wir da gesessen und sagte, er hat doch gut gemacht. Und er sagte, pass auf, wenn ihr beide das macht, was ich euch sage, dann spielt ihr bei mir. Ja, ja, habe ich mir so gedacht. Nur Nationalspieler in der ersten Mannschaft, die zu verdrängen, dann mit 18. Das war ja, denke ich, mehr. Ein bisschen vielversprechen, aber man muss sagen, der Harald Kanocka und ich haben das gemacht, was er gesagt hat. Das hieß zum Beispiel in der Vorbereitung, wenn wir mussten immer vorne laufen und wenn er uns angeguckt hat, müssen wir noch schneller laufen. Mach das mal, wenn du 7A-Nationalspieler hinter dir hast. Das war nicht einfach. Aber mit Steinen geworfen? Ja, so ungefähr. Wir haben dann gesagt, irgendwann kommt der Ball dazu und dann läuft er langsamer. Und das war dann halt. Aber wir haben das gemacht, das war auch das große Glück. Wir hatten 2 Jahre vorher, durften wir 3-mal die Woche mit den Profis trainieren. Ich bin dann von Schwarz-Weiß-Köln, ich bin dann ein Bittendorfer Junge, durfte ich als Jugendnationalspieler, kriegt man 1 Jahr Sperre, völliger Wahnsinn damals. Und das hat der FC mich dann gelockt, dass ich dann 3-mal bei den Profis mit trainieren durfte. Das habe ich dann gemacht, um das 1 Jahr zu kompensieren. Mit viel Training, Jupp Röhrig war mein eigener Trainer, der ja allen hier bekannt ist, ein Idiot des Clubs, der wirklich, ich glaube, wir sind danach nie mehr deutscher Jugendmeister geworden, das ist schon lange her. Ja, auf jeden Fall, dann war das in der Radrennbahn, mein erstes Spiel war gegen Höttges. Der Stefan hat mir dann die ganzen Chronologien bis 76 geschickt, ich muss dann sagen, ich glaube, das war meine beste Zeit beim FC. Weil ich halt, glaube ich, fast immer gespielt habe, mein Tor des Monats in diesem Stadion geschossen habe. Ich habe auf wenig Tore geschossen, aber einmal Tor des Monats. Gegen den HSV. Und was mich so extrem ein bisschen bewundert hat, war eigentlich, wenn man dann so im Nachhinein, ist ja jetzt 48 Jahre her, daran erkennen wir alle, wie alt wir werden, alle, die im Stadion waren. Ist das schon 48 Jahre her, wenigstens mein erstes Spiel. Und das Stadion hat wirklich, wenn es dann bei uns lief, die Leute haben getrampelt, das war dann halt Wahnsinn. Dann haben wir uns in den Rausch reingespielt und dann haben wir halt dann halt wirklich tolle Spiele gemacht. Und es ist schon so lange her und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an ein Spiel extrem erinnern. Es gab damals ein Pokalspiel, haben wir in München 3-0 verloren und mein damaliger Trainer Jürgen Lorenz hatte die glorreiche Idee, dass ich halt
Mittelstürmer sollte, was ich überhaupt nicht kann. Und dann hat er aber gesagt, pass auf, musst du auch nicht machen, du bist nicht vertont, du musst nur das Aufbauspiel zwischen Beckenbauer und Schwarzenberg unterbrechen, verhindern, dass die dann nach vorne gehen. Das war ja ein Wahnsinnsunternehmen, was überhaupt nicht ging. Irgendwann mal bekam ich den Ball, wusste nicht wohin, weil ich vorne alleine war, habe den Meier vom Tor gesehen, schieß aufs Tor, geht rein, Beckenbauer hebt die Hand, der Schiedsrichter, der Linienrichter mit ihm und so in die Hand hochgehoben, abseits. Alle haben Video was gab es da zum Glück nicht. Oder Gott sei Dank gab es den dann nicht. Aber auf jeden Fall, gut, Tor wurde nicht anerkannt. Und dann hat der Uli Hoeneß einen Spruch geprägt. Nach dem Spiel haben sie sich aufgeregt. Ein Auswärtstor wäre ja nicht schlecht gewesen. 3-0 oder 3-1, ihr seid eh draußen. Und jetzt weiß ich nicht, wie das heute in den Kabinen dann so geht. Bei uns war das denn so, dass wir dann diesen Artikel hatte, jeder zwei Wochen am Kleiderhaken hängen in der Kabine. Auch übrigens im Geisterkern. Wir sind auch im Geisterkern Doublesieger geworden, muss man auch sagen. Mensch, jetzt klar, man muss mit der Zeit gehen, ist alles gut. Ja, wir haben zwei Wochen trainiert und jeden Morgen kam es in die Kabine, hing da Uli Hoeneß ein Spruch. Und dann kam das Spiel. Abendspiel, das war eh gefürchtet in der Radrennbahn. Und dann haben wir 5-1 gewonnen. Und dieses Spiel war aber deswegen so wahnsinnig, weil dann irgendwann stand es 4-0, da waren wir weiter. Ja, ich habe das 4-0 geschossen. Ja. Das ist ein bisschen spannend, aber das ist halt so gewesen. Eins der wenigen Tore. Dann schießt der Gerd Müller im Gegenzug das 4-1, waren wir wieder draußen. Und der Bernd Rum hat, glaube ich, das dritte Tor und dann ist in diesem Spiel geschossen. 5-1 waren wir draußen. Und das war dann halt, was heute undenkbar ist, nach dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Leute da auf dem Platz rumliefen. Das war einfach Wahnsinn. Und daher... In der Zwischenzeit war dann der Schickschakowski unser Trainer, dann wurde da auf den Schultern, dann fiel er von den Schultern runter. Und so. Also das war ein Spiel, was ich trotzdem nach 48 Jahren ganz genau weiß, wie die einzelnen Szenen waren. Und wie gesagt, es war dann eine tolle Zeit, die bis 76 haben wir da gespielt, stimmt ja. Und dass ich einfach sagen muss, da sind tolle Spiele gelaufen und wir haben auch sicherlich schlechte Spiele da gemacht, das wollen wir jetzt nicht vergessen, aber es war für mich persönlich das erste Bundesligaspiel und deswegen glaube ich, die Rattenbahn hat für mich auch etwas sehr, sehr Schönes in der Erinnerung. Ja. Diese Erinnerungen werden halt wieder, lassen wir wieder aufleben. Wir werden also dann, Frank Stefan wird das tun, er hat die Arbeit diesmal, also da muss ich mich nicht drum kümmern. Aber ich helfe ihm natürlich, tritt auch ein Artikel von mir. Ne? Und deswegen auch nochmal der Aufruf, auch vielleicht nochmal der Aufruf hier ins Netz, wenn jemand Erinnerungen an diese Zeit hat, an Fotos, vielleicht sogar aus der Fankurve. Damals hat man ja noch nicht so viel mit Fotos gehabt im Stadion, aber der eine oder andere hat vielleicht ja doch eins gemacht oder zwei oder drei. Bitte alles an Frank Stefan senden, an info@edition-stefan.de. Weil er braucht alles. Er sammelt alles und fast alles kann er auch gebrauchen. Es sollte nur aus dem Stadion sein. Also in dem Fall bitte natürlich rein themenbezogen zur Radrennbahn, einer Wahnsinnszeit. Hast du die eigentlich miterlebt? Ja, ne? Kurz, tatsächlich. Als Junge und legendär Stehplatzkarte und dann die Ordner beknatscht, dürfen wir dann in die Ecke und dann sind wir an den Eckfahnen, die an den Überbleibseln von der Radrennbahn, sind wir runtergerutscht und dann durfte ich Jürgen Globatsch zu Füßen sitzen, wenn er eine Ecke ausgeführt hat. Jetzt bin ich ihm fast genauso nah. Übrigens nur noch eine Anekdote zu Höttges. In Junkersdorf läuft ein Schäferhund rum, der heißt Höttges. Ja, so war der auch. Ja, genau. Also ich habe das Herrn Stefan auch erzählt, wir haben so ein Vorgespräch vor ein paar Wochen geführt, was immer sehr interessant ist, mit ihm zu reden und zu philosophieren über Fußball, wie sich der Fußball verändert hat zu heute. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, wir fuhren ja mal vom Geisterkern, wie heute auch im Stadion. Diese Radrennbahn hatte vorgelagert vor dem Stadion, ich sag mal, eine Holzbaracke, wo sich der Gegner immer umziehen musste. Und wir sind dann mit dem Bus gekommen, in die Kabine rein, noch kurze Ansprache, dann ging man zum Warmlaufen. Und jetzt, wenn man dann aus dieser Holzbaracke rausging, ich versuche das mal zu erklären, dass ihr das irgendwie nachempfinden könnt, gab es einen Tunnel. Der Tunnel ging runter, vorne die drei Schiedsrichter, die gingen und wir dahinter. Keine Kamera, und ich sage euch, einige Spiele sind in den Tunnel entschieden worden, vor dem Spiel.
Ja, da kann ich mich erinnern. Also, Dieter Müller erzählt das auch immer gerne, dass da schon die ersten wirklich schlimmsten Beleidigungen da abgelassen wurden. Und dann, ja, Harald Knopfler hat sich da, glaube ich, auch sehr hervorgetan. Ich meine, er hat Leidenschaft gezeigt. Ich glaube sogar, dass er schon mal da gegrätscht hat. Ja, im Dummel schon. Ja. Also mir fällt auch ein bei diesem Bayern-München-Spiel, da ist auch, glaube ich, nachher der Herr Krauthausen unglücklich in die Faust von Heinz Lohr gelaufen. Also jedenfalls, habe ich nicht gesehen. Der Heinz Lohr hat hinterher in dem Interview gesagt, es war die Faust Gottes. Er wüsste selber nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Wie auch immer, es gab auf jeden Fall Zoff und Randale, aber das gehörte seinerzeit irgendwie auch dazu. Und es war eben aber auch, das muss man ganz klar sagen, ein wunderbarer Fußball. Und Markus, das war wirklich so, dass die sich da gegenseitig aneinander berauscht haben. Das war meine These. Ich war nämlich auch im Stadion. Ich bin Jahrgang 64, du bist, glaube ich, 66, 65. Also okay, wir sind ganz nah dran. Und ich fand das Wahnsinn, wie dann diese Zuschauer auf der einen Seite, es kam von den Spielern was rüber. Das waren ja Weltklasse-Spieler teilweise, Flo, Hoferath, was da alles rumlief. Ne? Wahnsinn. Weber. Also es war ein weißes Ballett, muss man einfach klar sagen. Ne? An dieser Stelle bitte nicht vergessen, schöne Grüße von Jupp Bläser. Ja. Ja, der hat nämlich geschrieben, dass ich dich ganz herzlich grüßen soll. Danke sehr. Ja, ne? Lieber Jupp, der guckt nämlich bestimmt gerade zu. Ja, jetzt haben wir das Thema fast ein bisschen, glaube ich, überreizt, aber ich denke, das ist uns wirklich wert, darüber zu reden. Frank, nochmal ganz kurz von dir vielleicht nochmal die Info, wann das Buch genau erscheinen wird. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Aber ich hoffe mal, dass wir Ende Oktober fertig sind und Anfang November erscheinen können. Also davon gehe ich jedenfalls mal aus. Der Aufruf war nett und schön und prima, freut mich auch und wäre auch schön, wenn da was kommt. Ich muss aber auch schon jetzt sagen, es waren schon einige ganz interessante Reaktionen von Fanseite da. Das reicht zwar jetzt noch nicht unbedingt und man kann nie genug haben, aber ich kann schon mal jetzt sagen, dass da doch ein paar sehr interessante Sachen sind. Fotos, uralte Bilder aus der Radrennbahn und so. Und ich denke, es wird ein schönes Buch werden auf jeden Fall. Wir freuen uns alle drauf. Frank, vielen Dank nochmal, dass du uns das nochmal vorgestellt hast. Und wir werden das natürlich dann auch hier dann demnächst präsentieren, wenn es dann da ist. Vielen Dank erstmal. Ja, dann lassen wir wieder in die Aktualität zurückkommen. Die Aktualität heißt das nächste Spiel gegen Borussia Dortmund. Passt ja eigentlich auch. Tradition, ne? Also Traditionsmannschaft eben wie der erste FC Köln. Und trotzdem doch ein Stück weit von uns entfernt. Ich habe ja eben gesagt, 3 Punkte nur, aber das wird verdammt schwer. Wie siehst du unsere Chancen, was, ich sag mal, den Bus vorfahren oder mit Mann und Maus stürmen? Was würde Robin Löw Albrecht als Trainer machen? Oh je, nein. Also, Dortmund ist eine ganz andere Nummer, das muss man sagen. Die haben sich in den letzten Jahren extremst positiv fußballerisch und spielerisch entwickelt, gar keine Frage. Aber ich war selber Vorsitzender eines Sportvereins im Fußball, 4 Jahre lang. Und es ist im Fußball immer alles möglich, darum möchte ich nicht von Chancen sprechen. Aber die Chancen sind klein, sage ich es mal so. Was würde ich machen? Ich würde versuchen, wie würde ich agieren? Ich würde wahrscheinlich schon versuchen, Konstantität in der Abwehr zu bekommen. Da sehe ich jetzt einfach Schwächen. Ich hoffe, dass die Spieler ich weiß nicht, ob es jetzt in Bono, ne? Wird da ausgesprochen. Ja. Ja, okay. Ich hoffe, dass er einschlägt. Da sehe ich auch ein bisschen Schwäche in der Innenverteidigung persönlich. Also da sind wir noch zu langsam. Ich sehe auch im Mittelfeld noch Nachholbedarf. Ich hoffe auf Skiri. Gut, jetzt haben wir hier heute. Da hoffe ich auch drauf. Ich mag Löwe unheimlich gern, aber auch da sehe ich Defizite. Im Gegensatz zu Verstrate. Ich finde Verstrate ein wunderbarer Spieler, der uns, glaube ich, wirklich bereichern wird. Kingsley, beide, easy, sehe ich als große Bereicherung. Das schaue ich erst sehr, sehr gerne zu, die letzten Spiele. Und ja, mal schauen. Vielleicht haben wir auch Glück, vielleicht auch mit der Atmosphäre, die wir im Stadion immer haben, vielleicht mit dem neuen Kick, aber mal sehen, es wird schon. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf die Motivationsrede und Ansprache von Markus Höhner. Welche würde er denn wählen? Markus, hau ein. Besser nicht, das überlassen wir am Trainer. Ich glaube, jeder weiß, dass in den letzten Jahren Dortmund immer als Favorit hier hingekommen ist und es waren unglaublich emotionale Spiele. Ich denke an dieses eine kurz vor Weihnachten, am letzten Spieltag vor Weihnachten mit anschließender Weihnachtsfeier, wo Modest und Zoller in den letzten 8 Minuten das noch gedreht haben.
Daran sieht man, geht immer alles. Ich habe das Pokalspiel selber gemacht für Sport 1 Uerdingen gegen Dortmund. Das war auch kein Selbstgänger. Die Uerdinger haben das mit zwei Ketten gut verteidigt. Das ist eine Frage der Konzentration. Ich würde es auch so spielen, sehr defensiv strukturiert stehen. Aber, und das ist eben der Vorteil im Vergleich zu Uerdingen, wenn man dann Akzente setzen kann nach vorne. Ich glaube, dass der FC dann eben nach vorne eine andere individuelle Qualität hat, die auch Dortmund Schaden zufügen kann. Das sehe ich absolut. Und ich hoffe, dass der Trainer seine positive Ausstrahlung auch so auf die Mannschaft umsetzt, mal generell. Ich habe das auch manchmal so privat im Stadion, war immer in meinem Umfeld mitbekommen. Manchmal haben die Leute es dann doch, man soll nicht anrennen und planlos spielen, um Gottes Willen. Aber lieber mal mit Herz verlieren als zum Beispiel wie gegen den HSV, da sind die Leute um mich rum fast ausgetickt, als in der 79. Minute auf einer Spitze umgestellt wird. Als Tabellenführer, der selbst bei einer Niederlage noch 9 Punkte Vorsprung hätte, ausverkauftes Stadion, du führst 1-0, du hättest einen Modest als Waffe, als angstbringende Waffe auf der Bank gehabt und sowas macht einfach keinen Spaß. Da waren Leute, die sind gegangen und haben gesagt, pass auf, da verliere ich hier lieber 4-1, als dass ich mir das angucken möchte. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das nicht sehen. Ich voll bei dir, weil gerade so ein emotionales Erweckungserlebnis, von dem ich ja immer noch träume, der Tobias und ich haben da auch schon mal drüber gesprochen, das könnte der Verein jetzt ganz gut gebrauchen, das schwierige Zweitliga-Jahr davor, der Abstieg. Und natürlich jetzt gerade bei so einem Gegner, das ist ja auch eine Chance, Jürgen Lovatsch. Ne? Ich meine, man muss ja nicht immer dann ängstlich da reingehen und sagen, von wegen hoffentlich verlieren wir nicht so hoch, sondern man muss ja auch die richtige Einstellung mitbringen. Fand ich übrigens super vom Trainer, als er gesagt hat, von wegen vom Abstieg reden wir gar nicht. Wir wollen so viele Punkte wie möglich haben und dann sehen wir weiter. So in der Art, also nach dem Motto, nur Abstieg vermeiden ist ihm zu wenig. Das ist auch eigentlich die richtige Einstellung, auch gegen Dortmund. Mein Gott, die kochen da auch noch mit Wasser. Ja, grundsätzlich muss man sagen, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Man hat in jedem Spiel eine Chance und ich bin da bei Markus, man muss das sehr diszipliniert angehen, mit einer extremen Motivation gegen solche Top-Spieler zu spielen. Man muss ja für jeden Spieler bei einem Heimspiel extrem motivierend sein und da bin ich auch bei euch. Wir haben 3 Top-Stürmer und ich glaube einfach, wenn man dann also einer organisierten Abwehr, Defensive im Mittelfeld Chancen bekommt, dann muss man die mit 100% angehen und dann muss man das einfach versuchen, weil das kenne ich aus meiner Zeit, wenn man gegen Dortmund oder gegen Bayern damals oder Gladbach gespielt hat, auch das haben wir immer auswärts versucht, wenn man am Anfang mal aufs Tor schießt, dann denken wir auch schon drüber nach, also hier ist jetzt irgendwie, müssen wir auch schon mal ein bisschen aufpassen und ich glaube gerade bei unserem tollen Heimpublikum, das eben noch mal zu sagen, was die Fans angeht und ich finde, die ganze Bundesliga beneidet uns um die Stimmung im Stadion vor und während des Spiels. Und deswegen habe ich eben bewusst so hart gesagt, was da am Samstag gelaufen ist, das passt nicht zu uns. Und das gehört sich auch nicht. Und deswegen nochmal zum Spiel. Ich bin froh, dass ich kein Trainer bin, aber ich denke, der Trainer weiß schon, dass er dann nicht mehr in Hurra, Hosanna Fußball gegen Dortmund spielen wird oder kann. Und deswegen glaube ich einfach, aus einer disziplinierten defensiven Taktik heraus und dann aber jede Chance nach vorne nutzen, dann ist aus meiner Sicht immer in jedem Spiel alles möglich. Dann wollen wir sehen, was möglich ist und der Tobias, der Fachmann aus der bunten Liga, der kann uns jetzt natürlich erzählen, wie der Trainer Kaufmann denn agieren würde. Nein, jetzt mal ernsthaft, jetzt wirklich auch rein fußballspezifisch, wie würdest du es angehen? Das ist mit dieser bunten Liga immer so mir nachhängt, das ist Wahnsinn. Du hast so oft auf deinem Facebook-Account geschrieben. Kann sein. Wir sind übrigens 2 Jahre in Folge Meister der regulären Saison geworden, nur dass man das richtig einschätzen kann. Ich glaube, das ist doch großartig, ja. Ja, ich meine, die Experten haben das eigentlich alles gesagt, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Ich wäre froh, wenn wir nicht 4-1 verlieren. Auch wenn es dann Spektakel gibt. Ich sehe es auch nicht so negativ. Ich glaube, der ganze Club, die ganze Stadt freut sich total auf dieses Spiel. Die Spieler freuen sich auf das Spiel. Trainerteam freut sich. Wenn Dortmund als erstes kommt, dann bist du wirklich in der ersten Liga angekommen. Keiner erwartet, dass du die 4-0 aus dem Stadion schießen musst. Das heißt, der Druck ist vielleicht auch nicht so,
so riesig groß. Ich sehe da eine Menge Chancen und freue mich einfach drauf. Und in der Tat ist es auch so, die letzten Jahre, seit ich beim FC bin, haben wir kein einziges Mal gegen Paderborn gewonnen, aber wir haben so gut wie nie gegen Dortmund verloren. Insofern bin ich auch relativ zuversichtlich. Dann nehmen wir das doch einfach mit und hoffen das Beste und werden uns dann am Freitag natürlich auch alle anschauen. Ich bin auch sehr neugierig und ich glaube, da ist durchaus was drin für unseren FC. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben heute kein Wort über die FC-Politik gesprochen. Das war sehr bewusst, weil wir haben in 3 Wochen die Mitgliederversammlung. Wir werden einen Tag nach der Mitgliederversammlung dann am 9.9. wieder den FC-Stammtisch hier haben, wenn dann über die Ergebnisse sprechen, wenn dann die Rauchschwaden sich verzogen haben. Ich möchte das auch heute gar nicht mehr groß thematisieren, möchte aber eine Abschlussrunde machen, indem ich mir von jedem Protagonisten, der hier sitzt, wünsche, wie soll die Schlagzeile des nächsten Morgens aussehen? Ich fange bei dir an, Robin. Verein, Verein wieder. Alle zusammen an einem Tisch nach der Mitgliederversammlung. Ich bin froh, dass jetzt der hoffentlich Ruhe reinkommt. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Jahreshauptversammlung zu spät kommt. Ich hätte die eventuell früher angesetzt, dass wir einfach viel mehr Ruhe im Verein hätten. Bis zum Termin im September. Ich würde mir wünschen, dass es allen wieder vorangeht, auch im Präsidium. Und bedanke mich auch beim alten Präsidium, muss man auch mal sagen, bei dem ganzen Theater, was in der Vergangenheit war. Und jeder, der im Präsidium ist, hat seine Arbeit gemacht, überwiegend ehrenamtlich, gut gegen Entschädigung, aber trotz allem auch den Menschen, die jetzt noch die Arbeit bereiten, gebührt auch mal der entsprechende Applaus. Okay. Ja, gerade ich Schlagzeile, als du Schlagzeile dachte, da habe ich direkt am Samstagmorgen gedacht, Schlagzeile, ich war schon dran, Hummels hadert, unnötige Niederlage, aber... Die nehmen wir auch. Die nehmen wir auch. Ich habe es zweimal verpasst. Und zur Jahreshauptversammlung gar nichts. Ich finde nur, das will ich einfach hinterlegt haben, ich habe mich in den letzten 1-2 Jahren, trotz des Abstieges, trotz schmerzender Probleme, ich habe mich gewundert, wie kritisch dieses Präsidium bewertet wurde, wie es hier mitunter weggetrieben wurde. Das ist meine persönliche Meinung. Denn die haben meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel, viel mehr richtig gemacht als falsch. Es ist nur ein Name, der hier heute gefallen ist, der ist von denen installiert worden. Und dem hat der Verein so unfassbar viel zu verdanken, Alex Werle. Und die Leute werden weggeschickt, die solche Leute hier hingeholt haben, diesen Verein, ja... repariert, konsolidiert haben. Also wie gesagt, ich fand es oft überraschend. Okay. Das Schlagzeile ist übrigens alles sehr lang, was er sagt, aber es ist kein Problem, das finden wir auch immer im Untertext unter. Jürgen, was wünschen Sie sich? Also, ich habe mir fest vorgenommen, zu diesem Thema nichts zu sagen. Ihr habt mich heute erlebt, ich glaube, ich kann zu jedem etwas sagen, aber ich bin da selbst Betroffener gewesen und Schlagzeile. Deswegen ja, Schlagzeile. Klobatsch ist zurück. Es sind 3 Gewächse. Es ist leider ein bisschen runtergegangen, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, es sind 3 gewählt worden und dann muss man sagen, wünschen wir dem viel Glück und ich habe eh die Meinung, dass es halt so in einem Club ist, aber auch zu meiner Zeit so, wenn du als Präsidium einmal den Trainer oder Manager hast. Und das haben wir dann leider nicht so extrem immer motiviert gekriegt. Mit Stöger als Trainer und mit Schmadtke als Manager, daran sieht man, wenn du die 2 Positionen gut besetzt hast, wie jetzt aus meiner Sicht mit Fehl und Werle, dann hast du als Vorstand eh gar nichts so zu tun, weil am Ende des Tages entscheiden die Leute, weil die Geschäftsführer sehen, welcher Trainer kommt, welcher Spieler kommt, die Scouten hat dann. Es wird für mich völlig überbewertet und ich glaube auch, ich sage jetzt noch was dazu. Ich glaube, dass der Begriff Vorstand in Köln weg muss, weil die Menschen nicht verstehen, was die für eine Arbeit machen. Inhaltlich kann ich es nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das auch Ihre Aufgabe, das nochmal zu kommunizieren. Weil da hängt immer transparenter Vorstand raus. Und ich habe auch ganz selten, wenn es ein Spiel verloren worden ist, dass da steht ein Spieler raus oder ein Manager raus oder weiß ich wer raus. Das finde ich deswegen, der Vorstand wird völlig überbewertet. Das Wort in Köln, und vielleicht kann man mal darüber nachdenken, da vielleicht anderes Gremium draus zu machen, weil einfach die Leute dann immer Fokus stehen und das tut mir dann auch im Nachhinein so viele Leute leid, die dann jetzt da wieder 6 Jahre lang jede zweite Woche ihren Namen da gelesen haben. Unberechtigter oder berechtigter, weil ich finde es einfach, der Name muss weg.
Okay, klare Meinungsäußerungen, was das angeht. Tobias, du bist Zeitungsmann von früher, ne? Also auch wenn du jetzt beim 1. FC Köln bist, die Schlagzeile wird bei dir wahrscheinlich kürzer ausfallen. Ich muss ehrlich sagen, weil ich jetzt auf der anderen Seite bin und da immer in diesem Keller sitze, Kölner Keller. Köln, du? Ja, ich sitze nicht bei den Bundesligaspielen, aber bei den Mitgliederversammlungen sitze ich immer in diesem Backoffice, wie das heutzutage heißt. Also ich bin froh, wenn es keine allzu fetten Schlagzeilen gibt am Tag danach. Also vor allem nichts, was mit einem nicht funktionierenden Wahlsystem, ausgefallenen Tonanlagen und sonstigen technischen Spirenzien zu tun hat. Das ist immer unser Albtraum im Organisationsteam. Ich hoffe einfach, dass wir das zivilisiert, organisatorisch sauber und vernünftig über die Bühne kriegen und bin da auch relativ zuversichtlich. Dann wissen wir was, dann warten wir einfach am 8. ab, ne, dann werden wir dann das Ergebnis sehen und werden am 9.8. hier wieder drüber diskutieren. Dann haben wir natürlich dann auch ein Ergebnis vorliegen und können dann sozusagen, ja, richtig loslegen. Norbert, du hast eine Frage? 9.9. habe ich 9.8. gesagt? Ja, ja, okay. Ich hatte nur ein Bier, das ist zu wenig. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken. Also erstmal ein Riesendank an meine Runde, dass ihr heute alle hier wart, dass wir hier die Saison eingeweiht haben. Trotz einer Niederlage, eine Niederlage hat man halt mal pro Saison. Und den Rest halt, den wollen wir jetzt hoffentlich ein bisschen mehr genießen, mit ein paar mehr Punkten, ein paar mehr Siegen zusammen. Ich hoffe, dass der FC-Stammtisch dann auch hier gut rübergekommen ist. Wir haben heute ein bisschen eine neue Anlage testen müssen. Sollte das nicht ganz so überragend rübergekommen sein, seht es uns nach. Beim nächsten Mal sind wir schon besser aufeinander abgestimmt. Das wird alles auf jeden Fall noch besser. Muss ich eben genau wie beim 1. FC Köln noch finden. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute hier wart. Und wir werden jetzt noch ein bisschen zusammen klönen, ein bisschen zusammen quatschen, den FC zum Sieg gegen Dortmund reden und ja, alles Weitere dann im Laufe der nächsten Wochen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss zusammen. Danke. Sehr gerne. Danke.